Liebe Hoferinnen und Hofer, jetzt bei strahlendem Sonnenschein beginnt unser Endspurt bei der Sommergaudi. Und ich möchte eine kurze positive Zwischenbilanz ziehen. 35.000 Besucherinnen und Besucher waren schon bei der Hofer Sommergaudi und trotzdem ist es friedlich geblieben, ohne Zwischenfälle. Alle hatten viel Spaß, haben aufeinander Rücksicht genommen und sich auch an die Hygieneregeln gehalten. Genauso haben wir uns das gewünscht, dass es ein Vergnügen ist für Tausende von Menschen, ohne dass eine Gefahr davon ausgeht. Also genießen Sie es noch die letzten Tage. Ja, auch an anderen Stellen im Hofer Stadtgebiet ist was Besonderes los. Und zwar gibt es jetzt immer mehr Impfaktionen außerhalb unseres Impfzentrums Hofer Land, am Untreusee etwa schon. Es haben sich auch soziale Organisationen mit beteiligt an den Sonderaktionen und jetzt auch die Sportvereine. Das finde ich ganz toll. Beim Schwimmverein am Eisteich wird jetzt geimpft. Und ja, ich freue mich darüber, wie das gelingt, den Menschen halt entgegenzukommen und den Weg zur Impfung noch ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben jetzt eine Impfquote von 2/3 erreicht. Das ist schon gut, aber um der vierten Welle etwas besser davon zu kommen, bräuchten wir wirklich noch mehr Impfungen. Und dafür möchte ich werben und auch noch mal einen Appell an alle richten, das nicht nur im Hinblick auf sich selbst zu überlegen und zu entscheiden, sondern das auch als ein Zeichen der Solidarität zu verstehen. Wenn man sich impft, schützt man damit auch diejenigen, die nicht geimpft werden können, sei es aus medizinischen Gründen oder weil sie einfach noch zu jung sind. Also man tut es auch für die Kinder und Jugendlichen, die auch auf vieles verzichten mussten oder vielleicht wieder müssen. Denken Sie doch einfach noch mal drüber nach. Ohne Zwang ist die Entscheidung vielleicht auch gar nicht so schwer. Dann habe ich noch eine Nachricht vom Eisenberger Durchlass. Der war ja schwer beschädigt durch das Hochwasser und wir hatten befürchtet, dass der über viele Monate gesperrt sein könnte. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Der wurde ganz schnell wieder zusammengeflickt und kann am Montag für den Verkehr öffnen. Also noch eine gute Nachricht für die nächste Woche. Und für den Sommer jetzt habe ich noch zwei Tipps für Sie, die ich allen ans Herz legen will. Der eine, besuchen Sie mal wieder unser Museum. Da finden Sie zwei ganz tolle Ausstellungen, die beide viel mit Hof zu tun haben. Einmal die zum Jubiläum unseres Hofer Werstlermoors und dann noch die Filmtage-Ausstellung. Und beides ist ja ein Stück lebendige Hofer-Geschichte, weil es Traditionen sind, die noch gelebt werden. Die Filmtage und der Werstlermoor. Schauen Sie bei beiden mal vorbei. Für die Jüngsten laufen noch die jungen Erlebniswochen. Das ist auch ein Sonderprogramm unserer Jugendarbeit, weil wir uns bei den Kindern und Jugendlichen bedanken wollen, die im Frühling und im Winter auf so vieles verzichten mussten. Da gibt es den Neugier-Express, Theaterangebote, Musik, das Spielmobil, sportliche Veranstaltungen. Also ein ganz schönes Zusatzprogramm für die Sommerferien. Einfach mitmachen und genießen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute.